Tja, hier stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Die Tür ist verschlossen und unaufsprengbar. Und, was mir gerade aufgefallen ist, ich habe seit mindestens 2 Folgen die Rauschunterdrückung meines Mikrofons deaktiviert gehabt. Was natürlich schlecht ist, weil dann das ganze Video ein bisschen verrauscht ist, was mir ja gar nicht aufgefallen ist. Ja, sollte jetzt in diesem Video behoben sein. Ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr von dem Rauschen was mitgekriegt habt. Vielleicht war es gar nicht so schlimm auf YouTube. Aber jetzt gerade beim Anschauen der vorigen Aufnahme fand ich schon. Okay, ich gucke mal, ob ich einen passenden Schlüssel habe. Ja! Das wäre ja einfach. Wenn ich einfach mal dran denke, dass ich Schlüssel habe, kommt man auch durch solche Türen durch. Das ist doch ein Skill-Bonus wert. Okay, es hat geladen. Es hat gespeichert. Mein Primary Goal completed, und zwar reinzukommen. Und jetzt müssen wir diese... Okay, jetzt müssen wir uns die Karte anschauen und schauen, wie wir dieses Ding hier kaputt kriegen. Wo bitteschön kommen wir rein? Level 1, Helikopter Bay. Ich habe immer noch keinen Plan. Welches ist die... Das ist die Treppe? Das ist die Treppe, vermutlich. Ja, das sieht nach der Treppe aus. Dann sind wir hier. Dann kommen wir jetzt gleich in einen Raum, der sich längs streckt und hier eine große Tür hat und hier eine... Sind das Türen hier? Das sieht so... Sieht gar nicht so nach Durchgang aus. Ja, mit dem Boiler und dem Ölreservoir und der Turbine und einem Control Room. Den möchte ich natürlich... Den möchte ich mir anschauen. Gehen wir einfach mal rein. Okay, schauen wir uns die Sache mal an. Engine Room. Keiner da. Noch nicht. Ja, aber der Raum ist schon akkurat. Anders als ich ihn mir vorgestellt hatte, aber akkurat. Irgendwo piepst. Da ist doch irgendwas unterwegs. Ich schätze also, wir müssen ein paar Kameras und sonstige Dinge ausschalten. Und da vorne, das ist ein Fenster. Da können wir einfach mal reinschauen. Durchschauen. Ja, da ist die Kamera. Das hier müsste unser Control Room sein, das heißt, da möchte ich hin. Aber ich weiß, hier läuft irgendwo ein Typ rum. Wo geht's denn da rein? Ist das da ein Durchgang, Eingang? Hier unten lang können wir nicht. Da ist ein Wachmann. Hey, stop right there! Wo denn? Ich glaube, du hast akustische Halluzinationen. Was? Moment, ich will kurz den hier oben haben. Nothing here now. Der kann mich doch hier unten nicht sehen, oder? Wait for him to move again. Oh, 2. That's him. Ja, und die können mich sehen. Ich dachte, ich bin genug in Schatten gehüllt, dass ich da unsichtbar bin. Ja, was ist denn das dann für ein Raum? Da unten drunter... Das ist gar nicht eingezeichnet. Ist ja frech. Oder das ist dann ein anderer Level. Ach, das ist alles... Okay, okay. Das ist der ganze zweite Level, das ist der ganze erste Level. Das heißt, wir sind hier runter. Und durch diesen kleinen Raum kommt man hier hinten in diese Bereiche. Aber zuerst wollen wir eigentlich die beiden Dinger hier sprengen. Okay. Und das ist unser Control... Okay, okay. Jetzt blicke ich eher durch. Vorher war das, jetzt bevor ich das gesehen habe, war das für mich nur so Punkte und Striche. Und jetzt macht das Sinn. Okay, da haben wir einiges zu entdecken. Und kaputt zu machen. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Ich möchte mir gerne irgendwie auf dieses Rohr da kommen. Oh, überall diese schwarzen Wände. Ich muss herausfinden, wie man das fixt. Mir irgendwie wisst, wie man das fixt. Schreibt es mir. Schönes Feuer. Keine Kameras? Keine Kameras. So, aber ich muss doch jetzt da hinten dran, oder? Ich muss doch jetzt da hinten dran, um das hochzujagen. Wenn ich die Karte richtig deute. Bye.
Da hinten ist noch so eine nützliche Kiste. Oh, sieht ein bisschen außer Reichweite aus. This is the spot, JC. That is one of the tri-hulled well points on the wall. You should be able to breach the inner hull with a Gebraum or Lamb. When this one is opened, there are four more you need to breach. Check Doubt's map for their locations. Jawohl, werde ich tun. Ich habe genügend Lambs. Die Frage, die sich mir stellt, allerdings ist, hört das niemand, wenn wir das jetzt sprengen? Nein, das ist eine Engine hier, es ist recht laut. Nur, das ist wieder so ein Fass, das wir nicht betreten können, wahrscheinlich. Natürlich. Oh, das stresst mich so tierisch, dass man nicht auf die Fässer draufkommt. Vielleicht, wenn ich die Platte unten drunter. Kann ich nicht mitnehmen. Ah, da ist eine Kiste, die ist gut. Hier hinten bin ich ziemlich alleine. Das heißt, die sollte auch. Die ist auch zu hoch. Ist sogar noch höher als das Fass. Ist nicht was Kleines irgendwo? Hier drin dran müsste der andere sein. Eingezeichnet war, wenn ich mich nicht schwer irre. Ah, hier ist auch ein Schalter. Ein Keypad. Vier Zeichen. Das ist ein. Ups. Oh, schön. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Nochmal speichern. Noch mehr Lamps, ja, das habe ich mir nicht gedacht. Letztendlich findet man doch hier recht viel an Explosives. Okay, ich kann diese Leiter nehmen, hoch in den Control Room kommen, aber zuerst sprenge ich das da hinten und guck mal, ob das hier noch gibt. Ups. Das war dumm. Ich wollte die eigentlich an die Wand kleben. Kann ich die nicht irgendwie an die Wand kleben, Lamps? Naja. Okay. Und das haben sie mitgekriegt, ja. Ich warte mal, ob die sich wieder von selbst verziehen. Ich höre noch keinen Alarm. Es sind nur noch zwei. Ich würde sie gerne ausschalten. Stop right there. Oh, wie konnte der mich sehen? Okay. Nothing here now. Ich habe meine Fußspitzen gesehen. Soll ich sie einfach ausschalten? Ein Tranquilizer Dart? That's him. Ja, verfehlt. Check your six. It could be anywhere. Gotcha. No, you don't. Die! So. Da die eh schon mit Wind gekriegt haben, macht es auch nichts, wenn ich sie jetzt mit Gewalt hier ausschalte. So, das sollte mich hochheilen. In Kürze. Okay, das sollte genügen. Schauen wir mal, bin ich gesund? Ja, wunderbar. Und dann nehme ich einfach mal eine Pille hier, einen Strom. Okay. Die sind bewusstlos. Das heißt, ich habe freie Bahn. Jetzt probiere ich einfach mal was. Weil ich immer noch vermute, dass der nächste hier hinten dran ist. Ich kann die Lärm ja auch einfach oben drüber werfen. Ja, perfekt.
Easy peasy. Ja, ich hab die ganze Zeit Licht an. Ups. Hat jemand seine Waffe geladen? Hat mich also jemand gehört? Ich vermute, es war jemand über mir. Das Gute ist, denn das bedeutet, er kommt wahrscheinlich nicht hier runter. Who am I hearing there? Ich könnte einen Lärm hochwerfen, dann würde er sterben, aber nein, das ist nicht mein Stil. Kriege ich den so erledigt? Ich will ihn gar nicht speichern. Na, oh, nochmal ein richtiges Safe Game. Mission 7. Wie heißt das denn? Lower Decks? Das andere war Bottom Decks. Must be right. Oh, okay, okay. Okay. Da sind eine Menge Leute hier. Oh, da waren wir letztes. Ach ja. Das richtige Safe Game war ja anders. Was man auch mal probieren könnte. Was ich noch nie gemacht habe, eine Gasgranate. Könnte die nicht spaßig sein? Die könnte bestimmt sehr spaßig sein. Okay, also, ich bin jetzt natürlich gestorben, aber wenn ich da jetzt mit einer Schutzmaske hochgehe, kann ich die eigentlich alle ausschalten. Dann kann ich warten, bis sich das Gas verzieht. Und dann... Das ist das erste Mal, dass ich den hier brauche. Und ja, dann müsste alles gut sein. Okay, wir werfen das hier hoch. Aktivieren das hier. Wir verziehen uns nach unten, bis sich das Gas verzogen hat. Was hoffentlich passiert. Die bleibt ja nicht ewig da. Das war eine schöne Aktion, das hat mir Spaß gemacht. Sie auch hätte versuchen können, mich hochschleichen mit Camo und Silent Step und die einfach mit dem Dings ausschalten. Ja, aber das ist so das, was ich von Deus Ex erwarte, diese Sachen. Okay. Teufelspfeile dabei. Interessant. Was kontrolliert ihr denn jetzt eigentlich hier? Nicht mal was Wichtiges? Ein Alarm... Ah! Security Terminals. So sieht's nämlich aus. Das war nicht der hier, oder? Doch! Haha! Tatsache. Eine Kamera, die ausgemacht wird. Eine Tür, die geöffnet wird. Eine Kamera, die ausgemacht wird. Und eine Kamera, die ausgemacht wird. Im großen Pumpenraum sind mehrere Leute. Okay. Ich glaube, das war's dann schon. Wir haben hier keine Computer, die wir nutzen können, keine Data Cubes oder sonst irgendwas. Dann können wir hier wieder raus. Und nochmal abspeichern. Und dann müssten wir auf dieser Seite alles erledigt haben. Und können weitermachen auf der anderen Seite, aber zuerst mal schnell den kleinen Wachraum hier. Mhm, mehr Waffen. Das hat jemand gehört? That's him. Ja. Okay, das war nur ein Tranquilizer da, das darauf liegen verzichten. Wobei.
Ja, ja. Son of a... Son of a... That's the one. Okay, drop him. Okay. Okay. Der muss nachgeladen werden. Okay. Da ist noch einer. Praktisch, dass die Tür schon offen war. Okay. Schauen wir uns mal auf die Karte. Wir sind hier durch. Wir haben diesen langen Gang zur Bilge Pump. Was, glaube ich, das letzte ist, was ich machen möchte? Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Das ist eigentlich der logischere Ort anzufangen. Aber ich glaube, ich muss zuerst alle Höhlen sprengen, bevor ich die aktivieren kann. Das heißt, ich gehe erst hier rüber und nach links durch die Cooling Systems. Ja. Ja. Ja, ja. Jetzt, was habe ich gesagt? Nach links durch die Cooling Systems. Moment. Das hat sich ja gelohnt. Wo dunkel ist, kann man also auch mit der Light Amp nicht sehen. Macht ja Sinn. Schließlich ein Restlichtverstärker und kein Restlichterzeuger. Keine Taschenlampe. Bot. Ich mag dich, Bot. Ich will dich, Bot. Ich höre Schritte, Bot. You'll have to go around. We're rewiring this part of the ship. I won't get in the way. The transformers are shorting out, and I can't shut them down. A lot of charge in there. The overhead walkway is like the plate of a capacitor. Sounds like a job for mods. You said it. They don't pay me enough to go in there myself. I'm waiting on a couple more spiders. The first two have quit responding. I can take a look for you. I wouldn't advise it. You'd have to shut down two power control panels. One of them under the floor. The guys in the operations room of the helicopter bay have been on my case. Their computers are fried, but it's not worth the risk. No way! Okay, ich war eigentlich im Cloak und er hat mich trotzdem gesehen. Schön, gute Augen, der Mann. Als Techniker muss man die haben. Ich nehme mal deinen Key und dein Multitool. Arcs of electricity come off that thing like lightning. Und lad mich mal kurz hier auf. Und dann ist das jetzt ein Ziel eigentlich. Ja. I can't be responsible if you get hurt. Das könnte ich machen, weil das die Leute aus dem Helikopterpad sind, die das stört. Und wenn ich das Helikopterpad freischalte, komme ich auch vielleicht wieder raus hier aus diesem, von diesem Boot runter, wenn Josh hier dann landen kann. Wenn ich jetzt einfach rein marschiere. We have to shut down both control panels to kill the power. Dann passiert noch nicht viel. Do not forget about Everett. I have located his mistress, Beth Duclair, but she is dead. The last living associate of the Illuminati leadership is the daughter, Nicolette Duclair. Ask Dowd about Nicolette. We need someone to take us to Everett. Ich bin ein bisschen verwirrt von seinen Durchsagen. Entweder ist das so gewollt, aber es passt nicht so richtig zu dem, was hier gerade abgeht. Okay, das da oben. Oh, was? Spider! Spider, 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 Spider! Wir haben doch Anti-Electricity-Ding, ja. Und zwar auf
Was denn eigentlich? Das ist das hier, EMP Shield. F3 ist das. Ach, das ist unser oberste. I can't be responsible if you get hurt. Do not forget about Everett. I have located his mistress, Beth Duclair, but she is dead. The last living associate of the Illuminati leadership is the daughter, Nicolette Duclair. Ask down about Nicolette. We need someone to take us to Everett. Ja, genau. Ich hab gerade Doubt. Nein, Doubt ist tot. Komme ich da einfach durch, wenn ich renne? Ja, von wegen. Also, das tötet mich einfach instant, selbst mit EMP Shield. Da ist ein Spider. Die kann mich ja schon unten schocken. Fies. Hab ich jetzt eigentlich die Dinger hier ausgemacht? Hab ich gespeichert, indem ich das gemacht habe? Ja, hab ich. Eine EMP-Granate ist doch genau das, was du brauchst, oder? Ups. Gut, das wird ihn lahm. Ihn lahm. Schalten wir mal die Panels aus. Das ist eine Verschwendung von guten EMP-Granaten. So, was ist das zweite? Da. Achso, das war nur für hier. Na gut. Ah, da ist das dann. Ich das nochmal machen und nur eine EMP-Granate verschwenden. Ja. Was ist immer noch nicht? Das sah doch eher richtig aus. Aber es brutzelt und immer brutzelt immer noch. Hm. Wobei, nö, nicht mehr zu sehen. Ja, jetzt sind wir im verwirrenden Bereich angelangt. Ah, aber hier ist sowieso ein. So eins. Okay, ich jag das einfach mal in die Luft. Passiert, während ich hier die Bots bekämpfen muss. Arms of electricity come off that thing like lightning. I can't be responsible if you get hurt. So, aber da oben ist doch jetzt. So. Hier ist doch jetzt Durchgang. Hier ist doch jetzt Durchgang. Nicht gut Deutsch. Ein fünfstelliges Security Keypad, aber die Tür dafür ist schon offen. Es hat mir wieder nicht gelohnt, die Codes zu holen. Ja, das habe ich mit dem Ding aufgemacht, das ist mir schon klar. Aber Hacken ist einfach overpowered. Es muss nur schnell sein und alles ist kein Problem. So, irgendwas war da noch an. Irgendwas war da noch an.
diese Kamera war an, diese Kamera war an, aber diese Kamera war aus. Okay. Und der läuft natürlich im Kreis, das gefällt mir gar nicht. Kann man den Gasgranatentrick machen. Gasgranate nicht sehr beeindrucken lassen. Ich finde, der verstecke gleich. Ja. So gut ist der Gasgranatentrick dann doch nicht. Was habe ich gesagt, kann ich machen? Ich kann einfach Camo anmachen. Reinrennen und sie schocken. Junge, halt mal still. Company. It's dead. Remember the breach. We're gonna need some reinforcements. No, you don't. Okay, die haben jetzt ziemlich zugesetzt. Was aber eigentlich gar nicht so viel macht. Denn dazu hat man ja Regeneration. So, das Helipad ist unter meiner Kontrolle. Das Bein kann man gerade mal mit einem Ding hier verarzten. Ach, schau an. Da gibt's dann wohl. Nach unten. Tschüss. Hallo? Leiter? Nein! Nein! Oh, ich habe nicht gespeichert, oder? Oh! Schlechteste Leiter, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir sind ganz viele, oder? Die ist verdammt viel. Ja, natürlich. Und ich hatte nicht gespeichert. Natürlich. Der hat mich gesehen, nachdem ich seinen Kollegen ausgeschaltet habe. Das heißt, ich muss ihn sofort danach niederstrecken. Ich mach's aber nochmal so. One more time. Switch into channel A. Nothing. Back to me. So darf's gehen. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Raum übernommen habe, aber ich finde es immer gut, Helicopter Control zu nehmen. Ja, ich bin mir sicher, dass Josh hier. Jock heißt er. Jock hier landen wird. Habe ich denn jetzt seine Mission erfüllt? Ich sollte noch irgendwie. Arcs of electricity come off that thing like lightning. Ja, das ist immer noch kaputt. Mein Bein ist sehr kaputt. I can't be responsible if you get hurt. Jetzt müsste ich wieder voll sein. Ja, fast. We have to shut down both control panels to kill the power. Aber hab ich doch. Ich hab doch beide kaputt gemacht, ausgeschaltet. Two control panels, one of them under the floor.
Ein Control Panel. War das für die Kamera oder was? Hier keine anderen Control-Teile. Ja, ich muss es einfach nochmal anklicken. Das war einfach. Great, I'll take it from here. Okay, das hat ja lang genug gedauert. Ich würde sagen, dann ist es auch Zeit, die Folge hier zu beenden, obwohl wir noch nicht alles gesprengt haben. Ein letzter Blick auf die Karte sagt uns, ja, wir sind hier gewesen und wir wollen weiter in die Helikopter Bay, wo wir noch ein Ding sprengen müssen. Also müssen wir da eh hinein. Können wir also dadurch oder geradeaus durch. Ist eigentlich vollkommen wurscht. Und dann möchte ich zur Bilge Pump. Durch das Observation Deck auf Level 2. Was natürlich schwierig wird. Vielleicht soll ich doch zuerst zur Pumpe drüben gehen. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.